So, bevor wir quasi diese Session jetzt abschließen, möchte ich noch enden mit einem Exkurs zur endogenen Wachstumstheorie. Warum das jetzt genau an dieser Stelle, das wird jetzt hoffentlich gleich deutlich. Grundsätzlich gilt, das habe ich auch schon gesagt, so, dass das Solow-Swan-Modell, das gilt als Ausgangspunkt eines Großteils moderner Wachstumstheorie innerhalb und außerhalb des Mainstreams. Ne? Es war, wie wir jetzt gerade schon gesehen haben, es war die Motivation für Nelson und Winter und ihre evolutorische Wachstumstheorie. Es war aber genauso Ausgangspunkt für die orthodoxere neoklassische Wachstumstheorie beziehungsweise endogene Wachstumstheorie oder die endogenen Wachstumsmodelle. Abgesehen von diesen beiden Bereichen würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu lehnen, kann man sagen, dass im 20. Jahrhundert nicht sonderlich viel passiert ist, was die Wachstumstheorie anging. Ja, es gab einiges an Entwicklungstheorie, vielleicht auch so eine Weltsystemtheorie, Marxismus, Strukturalismus etc., was breiter gefasst ist. Aber was jetzt wirklich so die, sag ich mal, ökonomische Wachstumstheorie angeht, kann man wirklich sagen, das Solow-Wachstumsmodell hat diese beiden Literaturstränge motiviert. Und die sind auch, sag ich mal, die zentralen Entwicklungen im Bereich der Volkswirtschaftslehre. Beide haben den gleichen Ausgangspunkt. Sie kritisieren, dass der technologische Wandel im Solow-Swan-Modell komplett exogen bleibt, obwohl die empirische Literatur eigentlich sagt, dass der technologische Wandel der Antrieb für ökonomisches Wachstum in dieser Zeit ist. Worin sich die beiden Literaturstränge jetzt massiv unterscheiden, ist, wie sie mit diesem Problem umgehen. Ja, die Evolutoriker, die wie Nelson Winter, die bauen einen komplett neuen Modellrahmen auf. Die suchen diese Integration mit der Mikroebene, diesen Schlag zur Managementliteratur mit den Routinen, die suchen die Abkehr vom Gleichgewichtskonzept und die lehnen den Homo economicus als Prinzip ab. Die neoklassisch orientierten Wissenschaftlerinnen reagieren darauf, indem sie Investitionsverhalten von Firmen endogenisieren, indem sie also nutzenmaximierende Firmen oder nutzenmaximierende Haushalte und profitmaximierende Firmen in das Modell integrieren und somit natürlich auch einen neuen Modellrahmen schaffen, der aber einfach nur den alten weiterentwickelt und nicht wirklich über den Haufen wirft. Thematisch kann man sagen, dass es durchaus eine Konvergenz zwischen diesen Literatursträngen gibt, also zwischen endogener und evolutorischer Wachstumstheorie. Globale Polarisierung, besonderer Fokus auf Handel und internationale Interdependenzen, internationale Ungleichheit etc. Das sind alles Themen, die in beiden Bereichen eine große Rolle spielen mittlerweile. Methodisch-theoretisch bleiben aber massive Unterschiede, weil einfach diese Abkehr von der Maximierung und von Gleichgewichten, die für die Evolutorik zentral ist, das ist was natürlich in der endogenen Wachstumstheorie überhaupt nicht der Fall ist. Insgesamt muss man aber sagen, dass wenn wir jetzt mal die Ökonomik als Ganze anschauen, und das hatten wir ja auch schon gelernt, so diese Unterscheidung zwischen Mainstream und Heterodoxie, ist es so, dass das, was gemeinhin als Goldstandard gilt und das, also was gemeinhin als der zentrale Ansatz an die Wachstumstheorie ist, ist die endogene Wachstumstheorie. Oder also ich finde, das bringt es gut auf den Punkt, als dann Paul Romer Nobelpreis für Ökonomie für seine Beiträge zur endogenen Wachstumstheorie bekommen hat. Nelson Winter wurden da nicht bedacht, obwohl er eigentlich ihr Beitrag mindestens genauso hoch einzuschätzen ist. Das zeigt einfach die unterschiedlichen Machtverhältnisse auch in der ökonomischen Wissenschaft. Und deswegen ist es aber auch wichtig, finde ich, jetzt hier nochmal ein paar Worte zur endogenen Wachstumstheorie zu verlieren, damit ihr einfach ein besseres Gefühl habt, was sozusagen diese Antwort auf Solow aufmacht. Weil den Fehler, den man nicht machen darf, ist natürlich, dass man jetzt die ganze Zeit das Solow-Modell kritisiert und dadurch dann halt irgendwie das Gefühl hat, man kritisiert jetzt irgendwie, was in der Neoklassik oder in dem Mainstream der Ökonomik abgeht. Die kritisieren den Solow genauso, beziehungsweise nehmen ihn halt als Ausgangspunkt. Man muss schon sich anschauen, was da tatsächlich getrieben wird. Und was da tatsächlich getrieben wird im Mainstream, das ist eben die endogene Wachstumstheorie. Und da wollen wir uns jetzt nochmal in einem ganz kurzen Exkurs mit genauer mit befassen. Also der historische Ausgangspunkt der endogenen Wachstumstheorie waren, wie gesagt, die Arbeiten von Robert Solow. Und auf dieses Solow-Modell war ja, wie gesagt, ein rein aggregiertes Modell. Es hatte aber dadurch, dass es die aggregierte Produktionsfunktion eingeführt hat, sozusagen die Möglichkeit bereitgestellt, bereits an die neoklassische Mikroökonomik anzudocken. Und einige Jahre nach Solow haben dann
auch wieder zwei Ökonomen, Kass und Koopmans, das Kass-Koopmans-Modell entwickelt, wobei sie da auf frühere Arbeiten zurückgreifen, insbesondere die Arbeiten zur intertemporalen Optimierung von Ramsey aus 1928 und dem Mathematiker John von Neumann, der hat 37 einen Artikel auf Deutsch veröffentlicht, der dann 45 übersetzt wurde, wo er auch ein entsprechendes Wachstumsmodell entwickelt hatte. Und diese Modelle sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eben sozusagen den Kontakt zum Mikro abschließen, in dem Sinne, dass da nutzenmaximierende Haushalte und profitmaximierende Firmen in diese Modelle eingeführt werden, die dann intertemporal Nutzen maximieren. Das heißt, wir haben hier optimierende Akteure, wir haben keine echte Unsicherheit. Wir gehen davon aus, dass diese Akteure zukünftigen Zuständen der Welt eine Wahrscheinlichkeit zuordnen können und auf Basis von diesen Wahrscheinlichkeiten dann intertemporal optimieren können. Das ist quasi der Kern dieser Modelle. Die sind dann immer noch gekennzeichnet durch exogenen technologischen Wandel, aber sie haben sozusagen jetzt erstmal den Kontakt zum Mikro hergestellt. Was dann in der endogenen Wachstumstheorie passiert, ist, dass man diese mikrofundierten neoklassischen Wachstumsmodelle nimmt und technologischen Wandel endogenisiert, indem die Firmen dann profitmaximierend investieren in Research and Development, dass das Sparverhalten von individuellen Haushalten endogenisiert wird und wir so eben die Evolution oder die Dynamik von Technologien in diesen Modellen direkt abbilden kann. Es gibt so ein paar wegbereitende Paper, auf die immer noch extrem stark aufgebaut wird. Grossman und Heldman 1991, die haben ein Modell, wo Innovationen zu neuen Konsumgutvarianten führen, die Nutzenfunktionen von den individuellen Haushalten sind so, dass die eine Love for Variety haben, also sie finden es gut, wenn sie zwischen vielen verschiedenen Produkten auswählen können und es führt natürlich dazu, dass wenn eine Firma neue Produktvariationen innoviert, dass die dann auch nachgefragt werden und die Firma davon einen Vorteil hat, sprich quasi im Gleichgewicht sind die Investitionen in Forschung und Entwicklung größer als null. Das heißt, in diesem Fall kommt es dann zu einer horizontalen Produktdifferenzierung von Konsumgütern, die dann eben insgesamt auch die Wohlfahrt steigern. Es gibt auch eine Alternative von Paul Romer, wo neue Kapitalgutvarianten entwickelt werden, die dann wiederum die Produktivität von den Konsumgutfirmen erhöhen. Es gibt neben dieser horizontalen Produktdifferenzierung auch eine vertikale Produktdifferenzierung. Akin und Howard 1992 sind da der zentrale Beitrag in der sogenannten schumpeterianischen endogenen Wachstumstheorie, wobei sie sich dann natürlich nur ganz kleine Elemente von Schumpeter wirklich rauspicken. Hier ist es so, dass erfolgreiche Innovationen zu temporären Monopolen führen, weil die Kapitalgüter, die entwickelt werden, eine höhere Qualitätsstufe haben und dadurch die alten Kapitalgüter komplett substituieren. Das heißt, wir haben dann sozusagen so eine Qualitätsleiter, auf der es dann da nach oben geht. Bisschen anderes Prinzip, aber auch hier quasi der technologische Wandel und der Innovationsprozess endogenisiert. Und es ist so, dass bis heute die endogene Wachstumstheorie auf diesen Kernideen aufbaut und die natürlich extrem weiterentwickelt hat. Also es werden da ganz viele Konzepte jetzt berücksichtigt, Institutionen etc., Koordinationsprobleme. Also es ist in dem Sinne schon ein sehr, sehr aktiver Forschungszweig. Wenn wir uns die Kernelemente des Ganzen angucken, dann sehen wir, dass es eigentlich überall so ist, dass auf Firmenebene investiert werden kann in Forschung und Entwicklung und dass Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen die Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Innovationen. Diese Wahrscheinlichkeiten, die sind den Firmen bekannt, das heißt, eine profitmaximierende Firma kann auch eine profitmaximierende Menge an Research and Development Investitionen bestimmen. Ein Kernfeature, warum jetzt in diesen Modellen Wachstum endogen wird, also positives Wachstum auch tatsächlich möglich ist, ist, dass die Technologien bzw. das Wissen teilweise öffentliche Güter gibt. Das heißt, es gibt jetzt Spillovers zwischen Firmen und das führt dazu, dass endogenes Wachstum möglich ist. Das führt auch dazu, dass wir steigende Skalenerträge auf der Makroebene haben, obwohl die individuellen Produktionsfunktionen konstante Skalenerträge auf der Mikroebene haben. Wo genau diese Spillovers jetzt stattfinden, ob die zum Beispiel über Generationen hinweg sind, dass quasi neue
dass quasi neuere Firmen sozusagen auf den Erfolgen alter Firmen aufbauen, die sozusagen generationenübergreifende Spillovers haben, oder ob wir Spillovers zwischen den Firmen haben, wo zum Beispiel der Effekt von Research and Development steigt mit der gesamtgesellschaftlichen Ausgaben für R&D. Das unterscheidet sich je nach Variante von Modell, aber irgendeine Art von Spillover ist immer drin, und es sind letztendlich auch diese Spillovers, die nachhaltiges endogenes Wachstum in diesen Modellen ermöglichen. Diese Art von Modellen kann man guten Gewissens sagen, in der Langfristforschung, also in der Forschung zum langfristigen ökonomischen Wachstum, ist endogene Wachstumsmodelle absoluter State of the Art. Sie sind konsistent mit der neoklassischen Mikro, sie sind gleichgewichtsbasiert, sie sind dynamisch, sie sind basierend auf optimierten Haushalten und Firmen, also vieles von dem, was in der evolutorischen Ökonomik methodisch abgelehnt wird. Aber sie passen sich eben schön in diesen gesamten neoklassischen Modellrahmen ein, und das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum sie so erfolgreich sind, wenn jetzt im Mainstream so die evolutorische Wachstumstheorie nicht wirklich berücksichtigen würde, weil da eben so auf der im Kern des Paradigmas eben so die Kernaxiome betroffen werden. Also man ist nicht bereit, diese Optimierungs- oder Gleichgewichtsannahmen wirklich aufzunehmen. Innerhalb dieses orthodoxen Framework gibt es hier aber zahlreiche spannende Erweiterungen. Directed Technological Change, wo man sagt, bestimmte Bevölkerungsgruppen, bestimmte Spezialisierungen profitieren von technologischem Wandel mehr als andere, das führt zu Ungleichheit. Politökonomische Wachstumshindernisse inklusive extraktive Institutionen, ökologische Kosten etc. Wenn es euch interessiert, schaut mal in die Lehrbücher, die ich im Further Reading euch bereitgestellt habe. Das ist einfach thematisch ein extrem spannender Forschungsbereich, das muss man schon einfach sagen. Ich persönlich kann mich jetzt mit den Kernannahmen nicht so identifizieren. Ich glaube, dass die evolutorische Ökonomik da der bessere Ansatz ist. Aber man muss ganz offen sagen, es ist schon sehr, sehr spannend, was in der endogenen Wachstumstheorie heute so alles geleistet wird und auch beforscht wird. Es ist einfach schon, und entliegt auch vielen wichtigen Politik oder dominanten Politiknarrativen zugrunde, jetzt im Positiven wie auch vor allem auch im Negativen, und auch vielen Populärwissenschaften Ideen über Wachstum und Entwicklung. Also wenn ihr euch vielleicht erinnert, das hatte ich auch schon am Anfang angesprochen, dieses Buch Why Nations Fail von Darren Acemoglu und James Robinson, was ja wirklich dieses Thema der Wachstumstheorie oder Entwicklungstheorie in der breiten Öffentlichkeit nochmal ordentlich gepusht hat, Bestseller war. Das basiert halt auf Ergebnissen vor allem der endogenen Wachstumstheorie. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen, ist mit Sicherheit ein gutes Investment, selbst wenn man sie jetzt nicht so super toll findet, wenn man sich damit identifizieren kann. Man versteht einfach viel besser, was im ökonomischen Mainstream tatsächlich abgeht. Wenn wir dann an dieser Stelle jetzt also nochmal abschließen wollen mit einem Vergleich von endogener und evolutorischer Wachstumstheorie, dann müssen wir feststellen, beide haben den gleichen historischen Ursprung in ihrer Auseinandersetzung mit dem Solo-Modell. Die Reaktionen auf die Unzufriedenheit mit der Exogenität des technologischen Wandels waren halt andere. Endogene Wachstumstheorie versucht, das innerhalb des neoklassischen Paradigmas weiterzuentwickeln. Evolutorische Wachstumstheorie versucht, ein neues Paradigma dem entgegenzustellen. Heute ist es so, dass die Themen der beiden Bereiche extrem ähnlich sind, sie sich aber fundamental unterscheiden in ihrem theoretischen Framework und der Mikrofundierung. Wir haben optimierende und rationale Agenten in der endogenen, begrenzt rationale und satisfizierende Agenten in der evolutorischen Wachstumstheorie. Wir haben fundamentale Unterschiede in der Methodologie. Wir haben dabei hier Simulations- und Ungleichgewichtsmodelle, zunehmend auch agentenbasierte Modelle in der evolutorischen Ökonomie und allgemeine Gleichgewichtsmodelle in der endogenen Wachstumstheorie. Und grundsätzlich muss man auch sagen, so ein bisschen von dem Gedankengang, der dahinter steht, die endogene Wachstumstheorie ist deutlich optimistischer, was allgemeine ökonomische Gesetze angeht. Also sowas wie soziohistorische Spezifizität spielt eine extrem große Rolle in der evolutorischen Wachstumstheorie, auch aufgrund ihrer sehr engen Andockung an die Managementliteratur, Mikroliteratur, die halt traditionell immer sehr stark auch auf Case Studies guckt und besondere, singuläre Ereignisse eine große Rolle beibringt. Da ist man natürlich erstmal skeptischer, insbesondere auch balancierten Wachstumspfaden über die Zeit, sowas wie Strukturbrüche, die zum Beispiel durch radikale Innovationen eingeführt werden, spielen einfach in der evolutorischen Wachstumstheorie
oder werden als eine viel größere Herausforderung angesehen, als es in der endogenen Wachstumstheorie der Fall ist. Was auch unterschiedlich ist, ist, dass die endogene Wachstumstheorie eine relativ konsistente Menge von Modellen ist. Die kann man gut miteinander vergleichen. Die haben sind alle mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. In der evolutorischen Wachstumstheorie ist es halt, wie gesagt, so, als Teil der evolutorischen Ökonomik ist sie deutlich heterogener. Also allein dadurch, dass sie halt eben deutlich offener ist, auch gegenüber qualitativer Forschung, insbesondere auf der Mikroebene. Das ist halt so eine grundsätzliche Schwäche vieler heterodoxer Ansätze. Ne? Sie sind nicht so intern konsistent, wie das in neoklassischen Ansätzen ist. Das kann man natürlich auch sagen, das ist gegeben der Komplexität der Welt auch wichtig oder also auch nur ein Symptom, dass man das ernst nimmt. Das ist in der Praxis aber natürlich macht es, sag ich mal, den Fortschritt in der Normalwissenschaft schwieriger. Das heißt, in der endogenen Wachstumstheorie haben wir es einfach mit einer deutlich konsistenteren Menge von Modellen zu tun, als das jetzt zum Beispiel in der evolutorischen Ökonomik der Fall ist.